Herzlich willkommen zur letzten Logoversity im Modus April, Mai. Und heute freuen wir uns besonders, dass die Mona zugesagt hat. Mona kommt von Lidl und ich will gar nicht viel drüber sprechen, sondern sie wird uns jetzt diese eine Stunde lang informieren über alles Mögliche, über das tolle Projekt oder wie man auch immer dazu sagt, ausgesprochen unaufgeregt. Das habe ich voll cool gefunden, das habe ich im Internet entdeckt. Ja, und danke, dass du Zeit hast und ich übergebe dir gleich das Wort. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Mein Name ist Mona Fischer. Ich arbeite bei Lidl. Wir haben früher mal Lebenslust geheißen, beziehungsweise heißen wir immer noch. Aber wir haben uns ein bisschen abgekürzt vom Namen her und heißen jetzt Lidl Zentrum für sexuelle Bildung, Kommunikations- und Gesundheitsförderung. Bisschen abgekürzt, bisschen lang geworden und abgekürzt gleichzeitig. Und ich werde euch heute ein bisschen erzählen, was wir so machen generell, was so sexuelle Bildung, Sexualpädagogik eigentlich alles beinhaltet. Und ich werde euch eben unser Projekt ausgesprochen vorstellen, das momentan läuft. Seit letztem Jahr schon. Genau, und dazu, damit ihr ein bisschen was zum Schauen habt, werde ich euch meinen Bildschirm freigeben, weil ich habe eine kleine Präsentation. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, oder? Ja. Dankeschön. Gut, genau, das ist unser Logo. Und was tun wir? Wer sind wir? Wir sind eben ein Zentrum für sexuelle Bildung und wir sind ein Team von sechs Sexualpädagoginnen und Pädagogen, wobei eine momentan in Karenz ist. Und am 11. April sind wir schon 10 Jahre alt worden. Das heißt, gegründet ist Lidl tatsächlich 2011 schon worden von ein paar sehr motivierten Studierenden. Und mittlerweile ist es halt einfach gewachsen. Professioneller geworden, vor allem gewachsen in den Bereichen, die quasi mit Bildungsangeboten gespielt werden. Und genau, und unser Hauptziel in allem, was wir machen, also wir sind eben eine Bildungsorganisation und unser Hauptziel in allem, was wir machen, ist eine professionelle sexuelle Bildung zu ermöglichen und auch eine praxisnahe sexuelle Bildung zu ermöglichen. Wie machen wir das? Was machen wir alles? Also wir haben grundsätzlich mal einen Lehrgang, den seht ihr da auch gleich als erstes. Das ist eine Ausbildung, also eine sexualpädagogische Ausbildung, die über 3 Semester geht und die berufsbegleitend ist. Also es gibt 12 Module, die sind immer 2 Tage lang und die verteilen sich eben über 3 Semester. Genau, und dann schließt man ab mit einer sexualpädagogischen Ausbildung. Das ist so, dass die Sexualpädagogik kein geschützter Begriff ist. Das heißt, es gibt keine Qualitätsstandards, denen jemand entsprechen muss, der sich als Sexualpädagoge oder Pädagogin bezeichnet, leider. Und der Lehrgang ist ein Versuch, dem eben entgegenzuwirken und eine fundierte Ausbildung anzubieten, damit Leute, die sich als SexualpädagogInnen bezeichnen, auch wirklich eine Ausbildung haben. Genau, und das ist einmal der Lehrgang. Das sind ganz viele Personen aus dem pädagogischen Bereich, aus der Schule, also Lehrkräfte, SozialarbeiterInnen, Menschen, die im Betreuungsbereich sind. Genau, das streut sich relativ breit, wer da teilnimmt. Genau, das ist einmal so der Lehrgang. Was wir noch machen, sind sexualpädagogische Gespräche. Das sind quasi sexualpädagogische Fachinputs, die bei Teamsitzungen meistens gegeben werden oder eben im Einzelsetting. Und das sind momentan meist Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe, die das in Anspruch nehmen, die einfach quasi ein paar sexualpädagogische Informationen brauchen, um gut weiterarbeiten zu können in ihrer Praxis. Dann machen wir ganz viel Seminare. Also wir machen einerseits eigene Seminare, wo man sich als Einzelperson anmelden kann. Da gibt es einerseits das Seminar Basiswissen sexuelle Bildung. Es geht so über 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie viele Einheiten pro Tag sind.
Und da kriegt man so mal ein Grundwissen mit, was ist sexuelle Bildung, was ist meine Haltung zur Sexualität, was ist meine eigene Biografie mit dem Thema. Genau. Und jetzt haben wir auch, entwickeln wir gerade ein neues Seminar, das heißt Basiswissen, Prävention von sexualisierter Gewalt. Da geht es eben ganz viel um stärkende Präventionsarbeit, die eben schon lange bevor ein sexualisierter Übergriff passieren könnte, das präventiv eben verhindert über verschiedene Methoden und also pädagogische Arbeit, genau. Und dann machen wir aber auch ganz viel Fortbildungen, wo wir in Teams gehen, eben auch zum Beispiel aus der Kinder- und Jugendhilfe oder aus dem Betreuungsbereich, wo wir mit den Teams, die sich für das Thema, also mit den Personen, die sich für das Thema interessieren, einfach 3 Module lang eine Fortbildung eben machen oder abhalten. Und hin und wieder halten wir so wie heute auch Vorträge, genau. Und einen großen Teil, den wir auch noch haben, wo eigentlich der Ursprung vom Verein liegt, ist die Jugendarbeit, das heißt Jugendworkshops in erster Linie in Schulen. Also wir bieten es nicht so an, dass sich jetzt einzelne Jugendliche anmelden können, sondern wir bieten es für Gruppen an. Also man kann uns für eine Gruppe holen. Es passiert hin und wieder auch in Jugendzentren und aber meistens in Schulen. Genau, und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das im letzten Jahr jetzt nicht so viel passiert. Da haben wir ein digitales Ersatzangebot entwickelt. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass so Reflexionsarbeit schwierig ist über das Internet und über Online-Tools. Aber was gut funktioniert, ist so Informationsvermittlung. Und was wir bei den Jugendlichen irgendwann gemerkt haben, ist, es funktioniert gut so ein Blackbox-Format, wo Jugendliche Fragen stellen können, anonym Fragen stellen können. Also wir haben das dann über so eine Pinnwand gelöst, wo sie Fragen raufposten können und die halt anonym sind. Und dann wir eine Stunde, eine Session gemacht haben, wo wir diese ganzen Fragen durchgegangen sind und so gut es gegangen ist, beantwortet haben. Und das hat relativ gut funktioniert. Das war dann auch recht beliebt sogar, weil sie dürfen dann auch die Kamera ausschalten und dieses Anonyme, das hilft oft einmal mit dem Thema Sexualität, weil es halt sehr aufregend ist und genau, die Kamera ausschalten zu dürfen und die Fragen anonym zu posten, das hilft dann wirklich die Fragen zu stellen, die einen beschäftigen, haben wir schon bemerkt, genau. Ja, und abgesehen davon ist jetzt das Letzte, was da noch steht, Projekte. Also wir haben auch schon ein EU-Projekt gehabt vor 2 Jahren, da war ich allerdings noch nicht so wirklich dabei und jetzt haben wir eben das Projekt ausgesprochen, was ich euch nachher noch genauer vorstellen werde. Ich bin übrigens, ich glaube, ich habe das am Anfang nicht gesagt, ich bin von der Ausbildung her Pädagogin und genau. Und spezialisiert eigentlich auf Erwachsenenbildung, aber bin momentan auch mit den Jugendlichen viel beschäftigt, weil es mir auch einfach taugt und weil wir auch versuchen, so ein bisschen über Social Media ein paar Infos zu vermitteln. Das erzähle ich euch nachher alles noch. Genau, und da bin ich auch momentan sehr involviert. Ja, was sind überhaupt so, oder was ist überhaupt sexuelle Bildung und was sind überhaupt so Themen von sexueller Bildung? Sexuelle Bildung ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von der Sexualpädagogik, also es entscheidet sich jetzt nicht grundlegend davon, sondern der Gedanke war, dass sexuelle Bildung auch Erwachsene zum Beispiel als Zielgruppe mit einschließt, weil man ja nie auslernt, kann man sagen. Und die sexuelle Bildung versucht halt einerseits mehr Zielgruppen mit einzubeziehen und andererseits auf vielen Ebenen zu arbeiten, also eben nicht nur Wissensvermittlung zu machen, nicht nur Präventionsarbeit zu machen im Sinne von Verhinderung von ungewollten Schwangerschaften, Verhinderung von sexuell übertragbaren Krankheiten, sondern, also natürlich gehört das immer auch dazu, aber das Hauptziel ist schon, einen positiven Zugang zum Thema Sexualität zu entwickeln. Und das ist auch unser Hauptziel, das Ganze positiv zu besetzen und nicht nur angstvoll zu besetzen. Ja. Gut. Ah ja, hallo. genau, und die sexuelle Bildung, das ist ein riesiges Feld, was da alles dazugehören kann. Ihr seht da einige Themen, die wir immer wieder behandeln, besprechen. Da geht es einerseits zum Beispiel um
Medien, um Pornografie, wie ist das in Pornos, wie ist Sex in Wirklichkeit, wie ist das vergleichbar, aber auch, was machen neue Medien zum Beispiel mit unserem Körperbild, weil auch das wirkt sich auf die Sexualität aus. Dann, das sieht man eh schon gleich daneben, generell Körperbilder, Schönheitsideale, was ist schön, wie geht es mir damit? Dann ganz klassische Themen wie Menstruation und Verhütung, Zyklus, Menstruationsartikel, Verhütungsmittel, genau, Pille danach, solche Sachen. Schwangerschaftsabbruch, das ist auch immer wieder ein Thema. Dann haben wir ganz oft auch, vor allem bei Jugendlichen, die Themen so Beziehungen, Liebe, woher weiß ich, dass ich verliebt bin, was ist mir wichtig in einer Beziehung, genau, so ein bisschen hin. Hin und wieder auch so eben, wie entstehen Kinder eigentlich, wie ist es genau mit Schwangerschaften, wo passiert da was im weiblichen Körper, genau. Dann ein großer Teil von sexueller Bildung ist Sprache, einfach Worte geben, da geht es ganz oft einfach nur darum, korrekte Begriffe für Genitalien zum Beispiel zu kennen, Teile von Genitalien zu kennen. Oft einmal fehlen da einfach neutralere Begriffe, sage ich mal, genau, und das kann dann sehr aufregend sein, wenn das einmal besprochen wird und ausgesprochen wird, ja. Dann Vielfalt und Diversität auf jeden Fall auch, also es zählt auf jeden Fall auch dazu, eben über verschiedene sexuelle Orientierungen zu reden, über verschiedene geschlechtliche Identitäten zu reden, und sich damit auseinanderzusetzen, verschiedene Beziehungsformen zum Beispiel, genau. Ein großer Teil ist eben auch, wie ich vorher schon gesagt habe, Präventionsarbeit, also sexualisierte Übergriffe schon weit im Voraus präventiv zu verhindern. Das macht man, indem man ganz viel zu Konsens arbeitet, zu eigenen Grenzen, zu Grenzen von anderen, also eigene Grenzen spüren, Grenzen von anderen wahrnehmen. Und da gehört auch dazu die Arbeit mit Gefühlen, also eigene Gefühle wahrnehmen, benennen, ausdrücken können, damit umgehen lernen, genau. Und natürlich anatomisches Basiswissen gehört immer auch dazu, ist auch immer interessant für Jugendliche und auch oft Erwachsene. Genau, also ihr seht, das Feld ist relativ groß von der sexuellen Bildung. Und ich mache da mal kurz einen Punkt und frage, ob es zu Lil, zu uns, zur sexuellen Bildung irgendwelche Fragen gibt. Also einfach voll gerne in den Chat schreiben oder Mikro einschalten. Und ihr könnt generell bitte immer voll gerne einfach zwischenfragen, wenn irgendwas unklar ist. Genau. Ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt ins Jugendzentrum zum Beispiel bin und ich möchte gerne, dass ihr kommt, kostet das was oder ist das gratis? Also wie schaut das aus? Ja, das ist unterschiedlich. Wir haben eine Förderung und wir haben da ein gewisses Kontingent an Workshops, die wir gratis anbieten können. Und es gibt immer eine Warteliste und wenn ihr euch bei uns meldet, dann schreiben wir euch da drauf und wir arbeiten die quasi ab dann im nächsten Jahr. Und wenn es sich ausgeht vom Kontingent her, dann kommen wir gratis und sonst ist es kostenpflichtig, genau. Gibt es sonst noch Fragen an dieser Stelle? Jetzt kriege ich da den. Macht ihr das steiermarkweit oder nur Graz? Ja, wir machen das steiermarkweit. Also die Förderung geht auch steiermark, also wir dürfen auch von der Förderung aus steiermarkweit Workshops machen. Ich glaube, das weiteste, was ich jetzt weg war, war in St. Lamprecht. Das ist relativ weit im Norden oben von der Steiermark. Da fahrt man dann doch ein Weilchen hin. Genau. Also wir versuchen so einen Ausgleich zu kriegen von Schulen im Umland und Schulen in Graz, beziehungsweise Jugendzentren melden sich eigentlich nur in Graz, muss ich sagen. Aber Schulen melden sich schon generell auch von rundherum. Genau. Ja gut, dann würde ich kurz mal gerne wissen, ich stoppe jetzt ganz kurz die Präsentation und würde von euch gerne was wissen. Und zwar hätte ich gern, dass ihr ein Wort in den Chat schreibt, und zwar, welches Gefühl euch einfällt, wenn ihr an eure eigene Aufklärung denkt. Wenn ihr an eure Aufklärung bezüglich Sexualität denkt, zurück euch erinnert, wie das war. Was kommt euch da als erstes für ein Gefühl in den Sinn? Bitte schreibt es mal ein Wort in den Chat, damit wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie das damals war.
Ich lese ein bisschen vor für alle, die nicht mitschauen. Interessant, aufregend, bravo, ängstlich, lustig, offen, unklar, Neugier. Vielleicht wollen noch ein paar reinschreiben. Mich interessiert das immer voll. Nicht offiziell. Neugier, Scham. Interessant, aber zu kurz gekommen. Eigeninitiative. Super. Ich warte noch kurz, falls noch jemand tippt. Okay, fein. Ja, das ist, ich muss sagen, das ist im Schnitt mal voll positiv. Also ich finde, dass da recht viel auch positive Gefühle dabei sind, so wie Neugier oder interessant, offen, lustig. Das sind eigentlich voll positive Begriffe. Immer wieder, wenn wir das in Fortbildungen fragen, kommen ganz viele Begriffe wie peinlich, unangenehm, unpassend, zu viel, zu wenig, genau. Und so kriegt man den Eindruck, dass Aufklärung oder die Aufklärungsarbeit nicht immer so einfach ist. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir alle das Internet sehr viel nutzen und wo auch Kinder schon das Internet sehr früh nutzen anfangen. Und wenn wir, was wir wissen ist, wenn wir bestimmte Informationen haben wollen als Kinder oder Jugendliche und wir haben keine vertrauenswürdige Informationsquelle in unserem Leben, also eine Person, wo wir das Gefühl haben, die können wir das fragen und die beantwortet uns das, dann fangen Kinder und Jugendliche eben an, das ins Internet zu tragen und zu googeln und diese Fragen zu suchen. Und genau darum geht es in unserem Projekt. So, jetzt teile ich euch wieder meinen Bildschirm. Genau. Unser Projekt ausgesprochen. Ups. Ich sehe jetzt da quasi die Startseite. Ausgesprochen ist eine Webseite mal grundsätzlich. Und zwar ist da www.ausgesprochen.jetzt. Ich werde euch das alles nachher noch zeigen. Und ausgesprochen ist eine Webseite, wo momentan 15 animierte Kurzvideos zur Verfügung stehen zu eben diesen Themen, die ich euch vorher ein bisschen vorgestellt habe. Genau, auf diese Videos gehe ich nachher noch ein. Und wo einige Zusatzinformationen zu finden sind. Genau. Und auch, also das Ziel von dem Projekt ist in erster Linie mal eine professionelle und praxisnahe sexuelle Bildung in den digitalen Raum zu bringen. So, warum überhaupt? Warum sollten wir überhaupt sexuelle Bildung in den digitalen Raum bringen? Jetzt meine Maus weg. Vielleicht kennt sie die es gibt die eine deutsche Studie, die CHIM-Studie, die kommt alle 2 Jahre raus und die erforschen eben oder erheben immer das Medienverhalten von Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Und das ist immer ganz interessant, was da rauskommt. Und es gibt eine von 2019, die quasi besagt, dass Jugendliche zwischen 12 und 19, wie ich schon gesagt habe, im Jahr 2019, die Zeit, die sie online verbringen, da verbringen sie ein Zehntel der Zeit, also ungefähr jede zehnte Minute mit einer gezielten Informationssuche. Also es wird nicht nur jetzt gespielt oder auf Instagram oder TikTok sich ausgetauscht, sondern es geht wirklich auch darum, Informationen zu finden im Internet. Und das andere, was auch ganz interessant an der Studie ist, ist, dass generell, aber auch bei der Informationssuche zum Beispiel YouTube sehr beliebt ist. Das heißt, das Medium Videos ist einfach sehr beliebt bei Jugendlichen und wird gern genutzt, um sich zu informieren über verschiedene Themen. Genau, und das ist mal so ein bisschen die Ausgangslage. Das ist eine Studie, die von 2019 ist. Das heißt, ihr könnt es euch vorstellen, mit dem letzten Jahr und den ganzen Umstellungen ist das noch einmal sicher enorm nach oben geschossen. Es gibt leider noch keine neue veröffentlichte Studie, wo das Medienverhalten von der CHIM-Studie wieder erhoben worden ist. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das noch sehr viel weiter raufgegangen ist, dass noch sehr viel mehr genutzt wird und dass sicher auch noch sehr viel mehr Informationen gesucht werden im Internet. Genau.
Und wenn jetzt, also man kann an diesen Ergebnissen sehr gut sehen, wie relevant das Internet ist, dabei Informationen zu suchen, zu finden, sich zu informieren. Und wie ich vorher schon gesagt habe, uns ist das bei der digitalen Fragestunde auch mit den Jugendlichen aufgefallen, dass sie gerade beim Thema Sexualität, wenn es ein bisschen peinlich ist oder schambesetzt, dass sie dann erst recht gern anonym bleiben wollen und im Internet ihre Infos wahrscheinlich noch eher sich suchen. Also genau, und wie ihr euch aber auch vorstellen könnt, wahrscheinlich ist das, was man im Internet findet, wenn man bestimmte Sachen sucht, nicht immer qualitativ hochwertig. Man muss nämlich auch bedenken, wie, also auf welche Weise Fragen gestellt wurden, beeinflusst total, welche Ergebnisse man bekommt bei Google. Also wenn man jetzt zum Beispiel Fragen googelt und man, also es macht einen Unterschied, ob ich Google, kann man während der Menstruation Geschlechtsverkehr haben oder ob ich Google, kann man ficken, wenn es blutet. Da kommen sehr unterschiedliche Seiten. Und allein schon Fragen zu stellen, ist eine Kompetenz, die man lernen muss eben. Und wenn man jetzt Fragen nicht so quasi wohl formuliert, dann kriegt man oft einmal sehr, vielleicht sogar für Jugendliche verstörende Bilder, Seiten. Es gibt ganz viele Studien darüber, wie früh Kinder mit Pornografie in Kontakt kommen, auch mit Hardcore-Pornografie, ohne dass sie danach suchen. Genau, und wenn es aber auch, wenn es normale, unter Anführungszeichen normale Artikel über Sexualität sind, dann sind sehr viel normative Informationen drin, die Druck erzeugen. Es sind sehr mit klischeehaften Rollenbildern Informationen zu finden. Genau, und es besteht auch einfach generell die Gefahr von Fehlinformationen, weil es da eben keine Qualitätssicherung oft gibt. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn sich jetzt Jugendliche selbst im Internet aufklären und nicht begleitet werden und nichts zur Verfügung steht, wo man sicher sein kann, dass das qualitative Informationen sind. Genau, und daher kommt die Idee, qualitative sexuelle Bildung ins Internet zu bringen. Und was sind jetzt jetzt haben wir schon gehört, Videos eignen sich ganz gut, weil Jugendliche sich gerne über Videos informieren. Und was sind jetzt zum Beispiel Vorteile, wenn wir sexuelle Bildung in Form von Videos in den digitalen Raum bringen? Es ist zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, anonym. Das heißt, die Jugendlichen müssen sich keine Sorgen machen, dass jemand... Also es ist zum Beispiel so, in Workshops dürfen sie uns auch anonyme Fragen stellen, aber dann ist es halt immer herausfordernd, wenn die eigene Frage dann vorgelesen wird, da voll das Pokerface zum Beispiel aufzusetzen, damit ja keiner merkt, dass das die eigene Frage war. Und das fällt zum Beispiel, dieser Druck fällt zum Beispiel weg, wenn man das macht. Es ist kostenlos, das heißt, man ist eben nicht darauf angewiesen, dass jemand den Workshop organisiert oder bezahlt von professionellen Sexualpädagoginnen. Man kann es ungestört machen, man kann sich zurückziehen, man kann die Kopfhörer reintun und sich das anhören. Genau, man kann sich genau zu dem informieren, was einen interessiert. Man muss sich keine Infos anhören über Sachen, die man eh nicht quasi wissen will oder hören will. Und man kann sich Sachen mehrmals anschauen. Man kann sich Videos mehrmals anschauen, man kann sie pausieren, man kann zurückspulen. Das geht im echten Leben auch nicht und das kann auch oft in Workshops überfordernd sein, wenn dann viel Informationen quasi von SexualpädagogInnen weitergeben werden, dass man sich das dann vielleicht gar nicht alles merkt. Genau, das sind so die Vorteile, die wir gesehen haben, wenn wir sexuelle Bildung in den digitalen Raum bringen in Form von Videos. Und gleichzeitig muss man eben auch voll aufpassen, was man da rausschickt. Und da waren uns ein paar Sachen voll wichtig. Also es war auf jeden Fall, wie ich jetzt schon erwähnt habe, wichtig, dass da qualitätsgesicherte Informationen drinnen sind in diesen Videos und auf unserer Website. Es war uns wichtig, dass es altersadäquat ist und deswegen sind diese Videos auch animiert, weil da muss man ganz gut aufpassen, wenn man über Sexualität spricht und über Sexualität bildet, dann ist man da, wenn man das nicht, also mit animierten Sachen, gezeichneten Sachen ist man immer quasi auf der sicheren Seite. Man darf ja zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber man darf Jugendlichen zum Beispiel keine Fotos jetzt zeigen von Menschen, die Sex haben, weil das dann quasi zählt als Pornografie
Und deswegen ist das abgesichert, indem man diese Videos animiert hat. Genau, es ist realitätsnah, es soll realitätsnah sein. Also uns war wichtig, dass Jugendlichen was damit anfangen können, dass es für sie irgendwie anschlussfähig ist für ihre Lebenswelt. Genau. Und das ist ein ganz ein großer Teil, es sollte irgendwie unterhaltsam sein. Also uns ist es voll wichtig, dass das ganze Thema Sexualität auch mit Humor zu sehen, dass man lachen darf, dass Jugendliche lachen dürfen, wenn das Thema für sie sehr aufregend ist und das ihnen hilft, quasi Druck abzubauen, Aufregung abzubauen. Und eben das ganze Thema soll einfach Spaß machen und jetzt nicht voll ernst runtergespult werden. Genau, also das war uns wichtig, wie wir das Projekt angegangen sind. Und glücklicherweise gibt es schon Videos, die dem, was uns wichtig war, entsprechen. Und zwar gibt es eine amerikanische Organisation, die nennt sich Amaze. Also ihr findet sie unter amaze.org. Und die haben ihren Sitz in Washington, die sind relativ groß. Und die produzieren einfach ganz viel animierte Videos zu genau den Themen, die ich euch eben schon vorgestellt habe. Und das Coole an Amaze ist, dass die von der Vision her, von dem, was sie erreichen wollen, das hat sich ziemlich gedeckt mit dem, was wir gerne wollten. Also die schreiben halt auch oder sie sagen halt auch, sie wollen gesicherte Informationen frei zur Verfügung stellen, sodass alle Jugendlichen, alle Kinder, alle Erwachsenen darauf zugreifen können. Sie wollen Jugendliche dabei unterstützen, dass sie sexuell gesund aufwachsen können, dass sie offen kommunizieren lernen über das Thema Sexualität. Genau. Und sie nutzen eben für die Umsetzung ihrer Ziele digitale Medien. Das haben sie sich so überlegt. Also die sind eine Organisation, die sind auf ganz Amerika, soweit ich weiß, verstreut. Und genau, deswegen arbeiten sie im digitalen Raum, eben weil es auch dann leichter ist, das für alle zugänglich zu machen. Und Amaze hat generell relativ viele Kooperationspartnerorganisationen. Also es gibt Amaze in Lateinamerika, es gibt es in Korea, in Japan, in Südafrika. Ihr seht es da unten, das ist ein Teil von ihrer Website und wenn man auf die Weltkugel klickt, dann sieht man, wo ihre ganzen Kooperationspartner sind. Genau, und die Kooperationspartner, die übersetzen eben alle die Videos von Amaze, teilweise machen sie Untertitel, teilweise machen sie eine neue Tonspur in der Sprache, in der sie es brauchen. Und das haben wir dann quasi beschlossen, dass wir das auch machen wollen. Und momentan sind wir die einzige Organisation, die Videos auf Deutsch übersetzt hat, so dass es mit einer neuen Tonspur quasi versehen wird. Es gibt schon ein paar andere Kooperationspartner, die Untertitel gemacht haben auf Deutsch, aber wir haben quasi eine neue Tonspur eingesprochen im Tonstudio oder einsprechen lassen. Genau. Jetzt sage ich euch noch ein paar Sachen, die von Amaze ziemlich cool sind im Video. Aber vorher muss ich kurz was trinken. Falls Fragen gibt, bitte immer raus damit. Ich wiederhole es nur immer wieder mal, weil ich rede immer so ohne Punkt und Komma. Genau. Was ist so cool an den Videos von Amaze? Grundsätzlich sind das Videos, wo Geschichten erzählt werden von verschiedenen Figuren. Ist jetzt da oben eine kleine Auswahl von Figuren, wie sie Amaze zeichnet. Und das Coole ist, dass so komplexere Themen oder komplexere Zusammenhänge, wenn es um Sexualität geht, aber eben auch um Geschlechtsidentität, um sexuelle Orientierung, um das Thema Outing zum Beispiel oder auch Grenzen und Konsens, das sind oft sehr abstrakte Themen. Und es ist oft gar nicht so leicht, das einfach so zu vermitteln. Und indem das in so Geschichten eingebaut wird und mit Bildern unterlegt ist, wird es auf einer ganz anderen Ebene greifbar und auch für Jugendliche greifbar. Und es entsteht irgendwie auch ein emotionaler Bezug, weil man merkt, so den Figuren geht es irgendwie, die haben irgendein Problem und dadurch wird irgendwie ein emotionaler Bezug hergestellt.
und ein bisschen auch eher so eine Lebenswelt zu Kindern, also zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Genau. Das ist mal der eine Vorteil, wenn man eben über Video oder Bild auch arbeitet. Ein anderer Vorteil, den ich vor allem sehe darin, ist, dass MAs einen extremen Wert darauf legt, ganz viele verschiedene Figuren zu haben. Das heißt, die Figuren haben verschiedene Hautfarben, verschiedene sexuelle Orientierungen, verschiedene Probleme auch, mit denen sie sich beschäftigen in den Videos. Es gibt Figuren, die zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder die groß sind, die klein sind, die intersex sind, die männlich, weiblich, alles Mögliche. Und ich sehe darin ein großes Potenzial, weil es, wenn ich sexuelle Bildung mache, ich als Mona, dann bin ich immer ich. Also ich bin immer eine Frau, ich bin immer europäisch, ich bin immer und so weiter. Und durch diese verschiedenen Figuren hat man quasi schon verschiedene Hauptcharaktere und verschiedene Vermittlungspersonen. Und das Ganze hat dann schon einen inklusiveren Charakter, als wenn quasi immer nur ich als Person bestimmte Informationen vermittle. Das finde ich ganz cool, daran auch, dass MAs da so einen Wert drauf legt. Ja, und das Ganze macht quasi möglich, diese ganzen Geschichten, die Figuren machen möglich, unverkrampft und unaufgeregt über dieses Thema zu reden oder über Themen rund um Sexualität zu reden, was ja quasi das auch ein Ziel von dem Projekt war, da möglichst unverkrampft drüber zu reden und Worte zu geben. Genau. Ja, vielleicht noch kurz, warum ist es so schwer überhaupt unverkrampft über Sexualität zu reden? Ich hau das da so raus. Und wir wissen alle, dass das nicht immer so leicht ist. Genau. Es kann manchmal ganz schön kompliziert sein und dabei ist es eigentlich so was Normales. Und es ist aber für Kinder, Jugendliche und Erwachsene oft einmal schwer, einfach über das unaufgeregt zu reden. Warum ist das so? Weil immerhin begleitet uns Sexualität unser ganzes Leben lang. Und es ist trotzdem schwierig. Und Gespräche sind trotzdem peinlich und so Aufklärungsgespräche sind peinlich und da ist ganz viel Scham da. Und das hängt ganz oft damit zusammen, dass wir das nicht gewöhnt sind oder das nicht gelernt haben, über dieses Thema zu reden. Das heißt, wir wissen oft gar nicht, was soll ich sagen, wie soll ich anfangen, wie soll ich das ausdrücken, was soll ich für Begriffe verwenden, was sind Satzanfänge, mit denen ich das besprechen kann. Und genau da wollten wir eben irgendwas tun. Das wollen wir immer in unseren Bildungsveranstaltungen und das wollen wir eben mit dem Projekt auch. Also wir wollen dieser Sprachlosigkeit, die es da oft gibt beim Thema Sexualität, was entgegensetzen. Genau. Und natürlich auch Tabus brechen und eben kein Halbwissen vermitteln, sondern qualitative Informationen. Aber das habe ich hier schon gesagt. Genau. Und bevor ich euch jetzt gleich die Website ein bisschen zeigen werde, also ich werde euch das gleich noch einmal am Bildschirm freigeben und zeigen, aber vorher noch ein paar so rundherum Infos. Die Website ist nicht nur für Jugendliche gedacht, sondern eben, weil ich auch gerade gesagt habe, es ist auch für Erwachsene schwer, über das Thema zu reden, es ist schwer, diese aufklärenden Gespräche zu führen. Und deswegen haben wir auch bei der Erstellung der Website darauf geachtet, dass wir das auch für Erwachsene als hilfreich gestalten wollen. Und da gibt es ein paar Features, die ich euch dann genauer noch zeigen werde auf der Website, wo wir auch im Hinterkopf hatten, dass das von Eltern genutzt werden kann, aber eben auch von Pädagogen, Pädagoginnen, SozialarbeiterInnen, SchulsozialarbeiterInnen, Personen einfach, die im pädagogischen Bereich arbeiten oder mit Zielgruppen arbeiten, wo das relevant ist. Und deswegen gibt es eben nicht nur, wie ich bereits erwähnt habe, die Videos, sondern wenn man unter die Videos schaut, dann gibt es einerseits eine Infobox, das ist der Faktencheck. Das sind immer so ein paar Zusatzinfos, die ganz gut sind zu wissen zu dem jeweiligen Thema. Die kann man sich entweder selber anschauen oder mit Jugendlichen durchbesprechen. Dann gibt es Reflexionsfragen, und da zum Nachdenken, da geht dann immer so ein Button auf. Da kann man, ups, das wollte ich nicht. Da kann man
zum Beispiel mal selber überlegen, was ist die eigene Haltung, was sind die eigenen Bilder, was vermittelt man eigentlich? Man vermittelt immer irgendeine Haltung, weil man immer aus irgendeiner Haltung heraus Dinge erklärt. Und diese Fragen sollen ein bisschen so Erwachsenen dabei helfen, beziehungsweise wenn man sagt, man möchte die Videos gerne nutzen für die Arbeit mit Jugendlichen zum Beispiel, dann kann man sich die Videos anschauen lassen und dann mit den Reflexionsfragen zum Beispiel schon weiterarbeiten und auch der Gruppe oder den einzelnen Jugendlichen diese Fragen stellen. Ich zeige euch das dann nachher. Und dann gibt es noch das FAQ. Da haben wir einfach Fragen, wo wir wissen, dass sie in Workshops immer wieder gestellt werden, weil irgendwann merkt man, was die Fragen sind, die immer und immer wieder gestellt werden, haben wir quasi zusammengetragen und thematisch zu den Videos zugeordnet und Antworten verfasst, so wie wir jetzt als Sexualpädagoginnen in einem Workshop darauf antworten würden. Das kann hilfreich sein, wenn man mal als erwachsene Person mit einer Frage konfrontiert ist, wo man sich denkt, wie soll ich denn jetzt darauf antworten? Also es ist eben nicht nur so gedacht, dass Jugendliche das anklicken und sich das durchlesen können, sondern es ist eben auch so gedacht, dass Erwachsene sich das anschauen können. Einerseits, um zu merken, was sind überhaupt so Fragen, was Jugendliche interessiert, und andererseits, wie könnte ich eben darauf antworten. Und was ich euch auch noch zeige, wir haben einige Handzettel entworfen unter freien Downloads, also das sind freie Downloads, die kann man sich runterladen. Das sind so geballte Informationen quasi auf wenig Raum. Und genau, das heißt, das hilft, also wenn man Interesse hat, kann man die Seite ausgesprochen auch nutzen, um quasi sich selber ein bisschen auseinanderzusetzen mit diesen ganzen Themen, wenn man eben erwachsen ist schon, nicht nur jugendlich. Genau, so viel mal jetzt theoretisch und jetzt werde ich euch noch, jetzt stoppe ich das mal kurz, jetzt werde ich euch noch ein bisschen die Website zeigen. Und vielleicht das eine oder andere Video. Ups. So. Das ist die Website, wenn ihr drauf geht. Da kommt so eine Animation, die recht lustig ist. Genau, da oben seht ihr schon, da sind die Downloads. Da kommen wir später noch hin. Und es ist eine Seite, die auch, also wir haben auch darauf geachtet, dass das gut über Smartphone zu nutzen ist. Das heißt, man kann da durchscrollen und hat alles auf der Startseite. Da seht ihr schon, da kommen die verschiedenen Videos. Momentan gibt es 15. Wir haben das Projekt allerdings verlängert bekommen und werden noch einmal 8 dieses Jahr dazu machen. Das heißt, bis Ende 2021 sollten noch einmal einige Videos dazukommen. Genau, da seht ihr schon, das sind die verschiedenen Themen. Erster Kuss, Geschlechterrollen, LGBTQ, Grenzen, Pornografie, Menstruation. Genau, alle Themen sind noch nicht abgedeckt, deswegen kommen auch noch einige dazu. Genau, und wenn man jetzt zum Beispiel, ich zeige es euch da, gibt es eins zu sexualisierter Gewalt. Wenn man jetzt darauf klickt, dann kann man das Video anschauen, dann gibt es eine kleine Beschreibung dazu. Und da sind wir jetzt da, was ich vorher erwähnt habe, da gibt es einen Faktencheck. Da gibt es eben ein paar Zusatzinfos, in dem Fall zum Beispiel, warum es so schwierig ist, sich Hilfe zu holen, wenn man einen Übergriff erlebt hat. Dann gibt es da Reflexionsfragen, wie ich eben erwähnt habe, da zum Beispiel, woher weißt du, dass jemand deine Grenzen verletzt hat, wie spürst du das? Genau. Und beim FAQ, genau, was ist überhaupt ein sexualisierter Übergriff und was ist, wenn ich mich nicht gewehrt oder Nein gesagt habe? Das sind so typische Fragen, auf die man dann eingehen kann. Genau. Und da, das zeige ich euch jetzt auch noch, da gibt es den Download-Bereich, da gibt es verschiedene Themenfelder. Und da gibt es eben verschiedene Factsheets, nennen wir die, also so Handzettel. Da gibt es zum Beispiel eins über den Mythos vom Jungfernhäutchen. Wenn ihr rauf geht, dann geht es ein PDF auf. Und das, genau, das ist von uns so gedacht, dass man sich das einfach runterladen und verwenden kann. Es ist uns, also es ist
für mich ist es am coolsten, wenn es einfach verwendet wird. Genau, das sind dann so Infos oben, zum Beispiel, dass das mit dem Häutchen, das die Vagina verschließt, nicht stimmt. Und dann ein paar Bilder, wie das wirklich ausschaut mit dem Hymen, nennt man es. Genau, das kann man dann ganz gut nutzen. Also ich tease das jetzt nur an. Es gibt zum Beispiel auch eins über Pornografie, wo wichtige Informationen, die man Jugendlichen zu Pornografie vermitteln kann, die wir Jugendlichen immer vermitteln in Workshops, kurz und knackig zusammengefasst sind. Genau. Und es gibt auch einige Videos auf unserer Website, die speziell für Eltern sind. Da geht es auch in den Videos um so eine Elterngruppe, die quasi die kleine Kinder haben und darüber reden. Und da, warte mal, das ist beziehungsweise, da gibt es auch zwei Factsheets, wo es zum Beispiel darum geht, wie man mit Kindern über Sexualität oder Themen der Sexualität sprechen kann. Die entlasten sollen, also eben, dass manche Sachen ganz normal sind, dass es wichtig ist, dass man sich als vertrauenswürdige Informationsquelle zeigt, seinen Kindern gegenüber oder den Kindern, die man betreut, gegenüber. Dass es ganz okay ist, Kindern Begriffe wie Penis und Vulva beizubringen, weil sie ja auch Begriffe wie Bauchnabel und Ellbogen lernen und das einfach nur Begriffe für Körperteile sind. Und dass man auch, wenn man gerade spontan keine Antwort weiß auf Kinderfragen, dem Kind sagen kann, du, ich muss mir das überlegen, ich komme später darauf zurück. Genau. Da gibt es auch noch eins zu LGBT, wo wir in erster Linie die Begriffe erklären, was was ist. Genau. Ja, so, jetzt schaue ich mal kurz auf die Uhr. Ups. Seid ihr weg? Jetzt muss ich schnell meinen Laptop anstecken und dann würde ich euch noch zwei, drei Videos zeigen. Gibt es Fragen bis hierher? Okay. Dann würde ich euch jetzt, jetzt haben wir es drei Viertel, ich würde euch jetzt noch zwei oder drei Videos zeigen. Ich hoffe, ihr hört den Ton. Die quasi viel, also ich zeige euch Videos, die viel geschaut worden sind von Leuten, seit wir das veröffentlicht haben. Also von dem ich wollte ja fragen, welches ist denn das meistgeklickte Video? Das würde mich interessieren. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was der letzte Stand ist, aber die drei am häufigsten geklickten Videos sind sexualisierte Gewalt, Konsens, dieses Grenzen der Sexualität und Pornografie. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal zum Beispiel das, ich zeige euch mal das Grenzenvideo und dann noch das Pornografievideo. Genau. Ich hoffe, ihr hört das. Das ist eher ein bisschen, also es ist eher für Kinder auch schon gedacht, weil es sehr nett gemacht ist, von den Zeichnungen her. Genau. Tag 26. Ich habe mich nun vollständig an die Menschen angepasst. Meine Tarnung ist perfekt. Sie ahnen nichts. Aber ihr soziales Verhalten finde ich immer noch sehr kompliziert. Das ist das Einzige, was meine Tarnung auffliegen lassen könnte. Manchmal laufen meine Freundinnen zum Beispiel auf mich zu und umarmen mich. Aber manchmal wollen sie nicht umarmt oder überhaupt berührt werden. Das ist verwirrend und ich möchte niemanden verletzen oder erschrecken. Ich habe gehört, dass man andere Menschen niemals anfassen sollte, ohne sie vorher zu fragen. In der Natur ist es sehr viel einfacher zu erkennen, wenn jemand nicht berührt werden will. Die Menschen sind da anders und es ist nicht immer leicht, sie zu verstehen. Bevor du sie anfasst, musst du dir ihre Zustimmung einholen. Das heißt, der Mensch muss Ja sagen. Ich frage also immer nach, bevor ich jemanden berühre. Daran muss ich mich immer wieder erinnern, denn nur weil jemand nicht Nein sagt, bedeutet das nicht automatisch, dass die Person angefasst werden will. Es müssen immer beide zustimmen. Und es ist jederzeit in Ordnung, Nein zu sagen. Auch ich darf Nein sagen, wenn ich nicht berührt werden möchte.
Niemand darf mich gegen meinen Willen anfassen. Nur ich entscheide, ob und von wem ich berührt werden möchte. Ich kann meine Meinung jederzeit ändern und die andere Person auch. Wenn mich jemand gegen meinen Willen anfasst, sage ich der Person, dass sie aufhören soll. Und wenn sie das nicht tut, suche ich mir Hilfe bei einem Erwachsenen, dem ich vertraue. Und vergiss nicht, du bist nie schuld daran, wenn dich jemand ohne deine Erlaubnis berührt. Denn niemand darf das mit dir machen. Langsam bekomme ich den Dreh raus bei diesem Menschenzeug. Super, ist das super gemacht. Dankeschön. Ja, ich finde die Zeichnungen total schön, aber die sind, wie gesagt, von E-Mails, die haben wir nicht selber gemacht. Genau, und da findet ihr eben auch wieder Fakten dazu, FAQs, woher weiß ich, dass jemand gerade nicht mit mir kuscheln, Sex haben möchte, ist zum Beispiel auch so eine Frage, die man gut beantworten kann dazu. Genau. Ich würde euch gerne noch einerseits das Pornografie-Video zeigen, weil Emails hat voll, also hat ein paar unterschiedliche Arten, wie sie Videos zeichnen. Und das, also es gibt welche, die eher so voll herzig gezeichnet sind. Und das Pornografie-Video ist anders gezeichnet, aber ich finde es auch sehr lustig. Genau, da geht es wieder darum, das ganze Thema ein bisschen mit Humor zu nehmen. Oh, wow, das ist sehr groß. Ich wusste gar nicht, dass der so groß sein kann. Hey Jane, was schaust du dir da an? Oh, du meine Güte, du musst herkommen und dir das anschauen. Das sind Gewinnerfotos vom jährlichen Gemüseanbauwettbewerb unserer Schule. Wenn du im Internet surfst, kann es schon mal vorkommen, dass du versehentlich oder mit Absicht auf eine Website gelangst, die Pornografie zeigt. Es ist vollkommen normal, neugierig zu sein und einen Blick auf Bilder oder Clips von nackten Körpern werfen zu wollen. Aber denk daran, dass Pornos irreführende Botschaften beinhalten können. Beispielsweise dann, wenn es um die Größe von Brüsten, Penissen oder die Dauer von Sex geht. Pornografie stellt Frauen oft so dar, als würden sie nur existieren, um Männern Vergnügen zu bereiten. Und du könntest denken, eine sexuelle Handlung mit einer anderen Person habe nichts mit einer intimen, vertrauten oder respektvollen Beziehung zu tun. Pornografie kann im schlimmsten Fall auch gewaltsame Bilder oder sehr merkwürdiges Verhalten zeigen. Vergiss nicht, dass ein Porno, so wie viele Filme, häufig einfach komplett erfunden ist oder eine Fantasie zeigt, die sich im echten Leben so nie abspielen würde. Ein Porno zeigt selten eine realistische oder liebende sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen. Ich frage mich, wie lange wohl die längste Gurke der Welt ist. Hey, das ist gar keine Gurke. Okay, Leute, also wenn ihr im Internet auf etwas stoßt, das euch ein unangenehmes Gefühl gibt oder euch verwirrt, redet mit einer erwachsenen Person, der ihr vertraut. Bis zum nächsten Mal und besucht mich. Tschüss! Genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass Jugendliche, wenn man ihnen solche Videos zeigt, erst einmal reagieren so, was ist das für ein Kinderfilm? Aber ich glaube, dass trotzdem ganz viele wichtige Informationen drinnen sind. Eben zum Beispiel bei Pornografie ist immer ganz wichtig, das ist eher wie ein Actionfilm als wie ein Dokumentarfilm. Genau. Ich würde euch jetzt noch ein Video zeigen, weil das auch ein Video ist, das ganz oft geschaut worden ist, seitdem wir es veröffentlicht haben. Und die restlichen Videos, da könnt ihr euch dann selber durchklicken. Aber bei dem Video über sexualisierte Gewalt, da habe ich es auch von den Mails super gefunden, wie sie es aufbereitet haben und die Idee überhaupt, wie sie das Video aufgebaut haben, weil das auch ein Thema ist, wo es immer wieder schwierig ist, wie man überhaupt über das redet. Genau, und ich zeige euch einfach mal das Video und dann zeige ich euch noch kurz, was wir dazu geschrieben haben. Christian, ich habe eine Pizza gemacht. Hey Mama. Hast du Lust runterzukommen, um mitzuessen? Nein, danke Mama. Traubensaft? Mama! Hallo? Danke, dass du unsere Hotline für sexuelle Übergriffe angeschrieben hast. Mein Name ist Tim. Kannst du mir einen Namen sagen, mit dem ich dich ansprechen kann? Es muss nicht dein richtiger Name sein. Du kannst mich Matthias nennen. Cool, Matthias. Danke, dass du geschrieben hast. Was ist los? Ich weiß nicht. Vermutlich gar nichts. Liegt dir was am Herzen?
Naja, mein Schwimmtrainer meinte letztens, ich soll nach dem Training noch da bleiben. Er sagte, dass er mir hilft, meinen Schwimmstil zu verbessern. Gestern hat er mir Übungen gezeigt und dann hat er mich dort berührt. Dort unten. Ich bin froh, dass du mir schreibst. Da warst du wirklich mutig und ich denke, dass ich helfen kann. Okay? Was dein Trainer da gemacht hat, war ein Übergriff. Das gehört zu sexualisierter Gewalt. Das ist nicht in Ordnung und nicht deine Schuld. Sexualisierte Gewalt heißt, dass eine Person ohne Einwilligung an der anderen Person eine sexuelle Handlung vornimmt. Das ist nicht nur falsch, es ist gegen das Gesetz. Okay, aber ich bin ein Kerl. So etwas sollte mir doch nicht passieren. Sexualisierte Gewalt kann jeden treffen, unabhängig vom Geschlecht. Es passiert leider immer wieder und du bist mit dieser Erfahrung nicht allein. Wow, ich wusste nicht, dass sowas häufig passiert, aber es ist trotzdem schwer, darüber zu reden. Ich komme mir so dumm vor. Ich weiß, dass es sich sehr unangenehm anfühlt, aber du musst dich deshalb nicht dumm fühlen. Du hast nichts falsch gemacht und weißt du was? Viele Menschen fühlen sich zu verängstigt oder schämen sich so sehr, dass sie gar nicht darüber reden und das Geheimnis für sich behalten. Das kann aber noch schmerzhafter sein. Du hast viel Stärke bewiesen, dich bei uns zu melden. Die andere Sache, die mich stresst, ist, dass ich hetero bin, oder zumindest war ich es. Bedeutet das, nach dem, was er gemacht hat, dass ich jetzt schwul bin? Sexualisierte Gewalt hat nichts mit sexueller Orientierung zu tun. Wenn du hetero bist, bist du immer noch hetero, auch wenn dieser Mann dich ohne dein Einverständnis berührt hat und dein Körper darauf irgendwie reagiert hat. Okay, und was mache ich jetzt? Dass du uns kontaktiert hast, war schon ein großartiger erster Schritt. Es gibt auch andere Organisationen, die helfen können und jedes Gespräch vertraulich behandeln. Aber zuerst solltest du vielleicht mit einem Erwachsenen sprechen, dem du vertraust, sodass du noch mehr Unterstützung hast. Kennst du da jemanden? Ja, ich denke, ich kann mit meiner Mutter darüber reden. Das ist toll. Und denk daran, das, was mit dir geschehen ist, ist nicht deine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Es passiert häufiger, als viele Menschen glauben. Und du bist nicht allein. Danke, ich muss jetzt los. Hey, Mama. Du hast mir eine Nachricht geschickt? Ja, kann ich mit dir über etwas reden? Wenn du Hilfe benötigst, dann sprich bitte mit einem vertrauenswürdigen Erwachsenen darüber. Du kannst auch bei Rat auf Draht anrufen oder auf ihre Website gehen und ihnen schreiben. Genau. Das ist eben mehr so ein schwieriges Thema. Ich habe die Rückmeldung bekommen von einer Person, die das Video dann geschaut hat, wie es veröffentlicht war, dass das cool ist, dass man sieht, wie so ein Gespräch ablaufen könnte mit einer Person, die einen professionell unterstützt, weil man ein Gefühl dafür kriegt, so wie sowas ablaufen könnte und dass das hilfreich ist. Genau, und auch da findet ihr wieder FAQs, das habe ich euch eh vorher schon gezeigt, gell? Ja, zu dem Thema. Genau, das ist jetzt eher ein schwierigeres Thema, aber wie gesagt, die anderen Videos sind alle eher auf Humor aufbereitet und eher auf lustig. Genau, bei dem Thema ist es halt eher unpassend, aber die anderen Videos, genau, das sind eben zum Beispiel die ausgesprochen aufgeklärt sind, diese Elternvideos, wo es darum geht, wie Eltern tun können mit ihren eigenen Kindern zum Beispiel. Genau. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht, euch selber auf der Website ein bisschen durchzuklicken und auch die anderen Videos noch anzuschauen. Es werden noch Videos kommen dieses Jahr, wahrscheinlich auch zu Themen wie Pubertät und Verhütung, glaube ich, haben wir auch noch offen, dass da noch was dazukommt. Genau, also das, wenn ihr interessiert seid, bleibt dran. Da wollte ich euch eh noch, das schreibe ich euch jetzt schnell in den Chat. Wir haben diese Videos auch auf Instagram veröffentlicht. Das ist der Account About Sex Education. Und ihr könnt auch, wir haben sie auch auf Facebook veröffentlicht, sogar auf unserer eigenen Seite. Ich meine, da kriegt ihr, wenn ihr unser Facebook folgt, kriegt ihr auch alle möglichen anderen Informationen. Aber auch dort findet ihr die Videos und wenn ihr euch für irgendwelche Fortbildungen interessiert, findet ihr die auf unserer Webseite. Genau, dann komme ich da mal zu einem Ende. Ja, gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen oder ist alles klar?
Ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie doch bitte in den Chat oder einfach euer Mikro entmuten. Bekommst schon Rückmeldungen, das ist super interessant, war toll. Und auch Rückmeldungen, weiß nicht, ob du es gesehen hast, über die Videos. Mhm, cool, ja, freut mich voll. Uns interessiert halt immer voll, ob das Leute, die in der Praxis sind, irgendwie nutzen können. Also ihr könnt uns auch voll gerne eure Erfahrungen schreiben oder wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas wäre noch nützlich oder fehlt noch, dann ihr könnt uns voll gerne immer schreiben. Uns interessiert es auch immer voll, wie Leute das vielleicht auch verwenden können. Wenn ihr es einmal verwendet in der Praxis, interessiert uns natürlich, wie es funktioniert hat, wie es ankommt, genau. Aber freut mich, danke. Ja, das freut mich, wenn ihr Lust habt, auf der Website euch umzuschauen. Es gibt noch was zu entdecken. Und genau, die Factsheets könnt ihr euch auch einfach runterladen. Weil ich jetzt schon dreimal gesagt, gell? Kannst du nie oft, wenig oft sagen. Also es ist wichtig, dass man das gesagt hat. Es ist wirklich so gedacht, auch dass es auch als Material einfach verwendet werden kann von Leuten, die in der Praxis arbeiten. Wir wissen schon, dass Jugendliche jetzt nicht unbedingt dauernd auf Websites sind, sondern eher eben auf Instagram und TikTok. Wir überlegen auch gerade, wie wir das auf TikTok bringen können. Da sind wir noch mitten im Ausarbeiten. Genau, aber eben die Website auch so zu sehen als verfügbare Materialien, wenn man mal mit Jugendlichen zu dem Thema arbeiten will oder es akut ist. Genau, da irgendwas zur Verfügung zu stellen, was qualitätvoll ist. Super, ich freue mich. Dankeschön für die Rückmeldungen auch. Im Monat, dann, wenn keine Fragen mehr sind, ich kann mich nur bedanken. Es war wirklich, ich finde, es war eine super, super Stunde, die ist ganz schnell vergangen, obwohl ich eure Webseite schon gekannt habe. Und ich muss sagen, ich hab auch gleich durchgeklickt und habe mir viele Videos angeschaut, weil es einfach cool ist. Eva, brauchst du noch was? Also möchtest du noch etwas? Nein, danke, war sehr toll. Okay. Danke. Nein, also ich finde die Website super, ich finde die Videos super und ich danke noch einmal, dass du diese Stunde mit uns gemacht hast, die war auch super. Ja, voll gern. Ich freue mich so, wenn ich viel über die Website erzählen kann und sie in Umlauf bringen kann, weil wir eben so stolz auch ein bisschen sind drauf, dass das dann gut geklappt hat alles. Ja, ich bedanke mich und werde einmal unsere Aufnahme stoppen.